Ruf die Schweine und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Novus. Jetzt gucke ich doch mal an, wie mein Raum hier vorbereitet. Also nicht mein Raum, aber. Was mit den Wänden? Es ist dein Raum. Achso, die werden jetzt gerade tapeziert. Nice. Warum haben eigentlich so viele Leute unterirdisch gebaut? Ich dachte, es war abgesprochen, dass wir überirdisch bauen sollen. Lol. Warum sieht eigentlich alles um unser Hausraum so hässlich aus? Conduit. Davon naja, das Haus ist von uns gebaut. Alles, was ums Haus herunter ist. Nein, ich meine, die Umgebung ist mega hässlich. Genau, das wollte ich jetzt mal testen. Das jetzt? Ist ja furchtbar. Stone. Also, wenn diesbezüglich mal was von den alten Grundstücken abgerissen werden soll, könnte man das bestimmt mal mit dem Rest besprechen. Sehe ich jetzt, wie viel. Ah, 6024 Bytes used. Und hier sind 4K, 4K. Also das reicht locker, aber ich muss davon nochmal locker 2, 3, 5 hinstellen, damit wir parallel craften können. Wir können ja eine Stufe höher gehen. CPU. Warum kommt das da jetzt nicht? Ach ja, genau, Spark hat uns Festplatten geschenkt. Ja, der hat, ist ein Rich Kid halt, ne? Aber irgendwie schenkt uns jeder Festplatten. Wir sind irgendwie so die Festplatten... Lobob-Gang. Festplattenmüllhalde. Das könnte ich eigentlich auch nochmal einspeichern. Genau, jetzt kann ich das Konduit bestellen. So, eine Sache, at the time. Davon wobei, das Beschönigen können wir, glaube ich, auch im Stream machen. Was können wir im Stream machen? Das Landschaft beschönigen. Also was quasi ein Stream was? Ja, wenn dann mal ein Stream stattfindet, dann ja. Wann ist der Livestream eigentlich? Dann können wir nämlich auch mal den Weg, der durch die Stadt verläuft, so, weiterbauen und bis zu unserem Haus durchziehen. Wow. Ah, perfekt. Zack. Ja, was denn? Da sind sogar Straßenschilder mit Namen, ja. Progshop Media. Ja, G-Time Porkies steht da. Der kleine Spark buchst gleich aus, ne? Nee, der steht die ganze Zeit schon an der Tür. Ich glaube, er kommt da nicht durch. Seine Schultern sind zu breit, weißt du? Breiter als die Tür. Der. Breiter als, sinkt er im Boden. Breiter als die Tür, mein Freund. Oh, er ist aus dem Haus raus. Das und könnte natürlich nur Däum gewesen sein. Und er versinkt durch den Boden. Ja. Naja, was soll's, ist nicht meiner. Ach, was soll's, ist ja nicht meiner. So, das craften, dann kommt das in den Alloy-Smelter. Also, wie soll der Spark bitte schon durch den Stacheldraht hier durchkommen? Jetzt holen wir uns noch den Stift beim Versuch. Zack. Kann noch ein Assembler. Ist zwar nicht so smart, dass das im gleichen ist, aber ach, ist mir eigentlich egal. Ich glaube, das kommt nicht so auf den Speed hier an. Ich mag immer Kians Technik-Monologe, weil den kann man so gut einschlafen. Generell sind Kians Folgen ultra langweilig. Ich glaube, die sind schon ultra geil. Weil hier kommt es wenigstens mal zum Fortschritt im Vergleich zu manchen anderen Leuten. What are we working on? Scheduled. Scheduled, das heißt, wartet darauf, richtig? War das eine Frage an uns oder war das einfach so eine rhetorische Frage an dich? Das war eine rhetorische Frage an mich, weil hier noch was fehlt. Okay. Warum ist der eigentlich immer auf diese Kacke eingestellt? Was heißt denn für dich jetzt Kacke? Ja, diese Kabel muss man jedes Mal selber konfigurieren. Das verstehe ich nicht, warum das nicht einfach worked. So, und jetzt müsste das hergestellt sein. Die Default-Einstellung wird ja irgendeinen Sinn haben. Nee, also ich weiß nicht. Wenn ich ein Kabel irgendwo dran mache, finde ich, kann das schon standardmäßig aktiviert sein. Dolm, was machst du eigentlich gerade? Der Raum ist jetzt so gut wie fertig. So, dann kommt jetzt mal der Chef mit dem Kabel. Apropos, wie kommen wir eigentlich aus dem einen Kabel ins andere Kabel? Geht das überhaupt, meine Freunde? Das geht schon, das muss gehen. Dom, hast du eigentlich deinen Weltenpinseler dabei? Wie wird der eigentlich gepowert? Der hat doch Strom, wa? Der muss aber noch wieder gecharged werden. Hast du nicht noch Charges? Nee, ist leer gecharged. Entcharged. Charge. Was braucht der dafür wieder? Netherstar? Nein. Perfekt. Oh, ist das nice. Nur Zeitkill. Bitches werden feucht. So, was? Ja, wenn ihr das seht, was ich gerade gesehen habe, dann... So, wo ist mein Zugang? Mein Zugang zugemacht, wa? Hä? Zum Raum? Ich müsste irgendwie nochmal sehen, wo der Raum smart ist. Smart Boy. Hey, geh doch einfach rein. Ja, wir müssen doch das Kabel legen. Du. Noch Smart Boy. Achso. Stell dich mal in die Ecke, so am nächsten, wie du jetzt zu mir rankommst. Siehst du mich? Meinen Namen-Tag? Ja, hier ist die Ecke. Warte. Hallo, wo ist die Ecke? Da. Ist das die Ecke? Ja, ne? Ja. Ey! Weg, sorry. You got into me. Boah, ich wünschte, ich hätte meinen Anzug wieder, wo ich noch gefüttert wurde und mich nicht ums Essen kümmern musste. Das waren noch Zeiten. Das weiß ich nicht. Allen anderen Modpacks bisher, glaube ich. Muss doch schon Urzeiten her sein. So, let's lay a cable down.
Power from within, from under my skin. Every minute getting louder, every minute, weiß auch immer. Das war Scooter. Ich habe Scooter zitiert. Kieran, du musst eigentlich. Warum warst du jetzt eigentlich noch nie bei so einem richtigen Scooter-Rave? Warum waren wir noch nie bei so einem richtigen Scooter-Rave? Weil die Tickets viel zu teuer sind und darum geht es sowas nicht. Hä, bist du euch komplett? Ich wette, er würde da hin. So, also warum eigentlich. Ich, hingehen? Ich bin ja wohl mal der größte Scooter-Fan von uns. Ja, weil du passt halt absolut nicht zu den Leuten, die da hingehen zu so einem Rave. Und du passt dazu, oder was? Habe ich nie behauptet, aber ich würde trotzdem hingehen. Ja, ich würde auch hingehen. Hä, gingen die nicht zusammen? Doch, doch, ich dachte schon. Ja, wann ist denn mal wieder das Scooter-Konzert? Wobei, ich will keine neuen Lieder. Every minute getting louder, every minute. How much the fish, man? Oh, Scooter, Scooter, Tour 2017. Wie sehr magst du eigentlich System of a Down? Down. Ich kenne so zwei, drei Lieder von denen. Okay, frag mich jetzt aber nicht nach bestimmt. Weil die gehen nämlich auf Tour. Auf leider. Einfach nur in Hannover, Hamburg und Berlin. So, Tour 2017. Mit Wild and Wicked, the 25th Anniversary Year, plant Scooter eine spektakuläre Tour durch Deutschland. Leipzig, nee. Mönchengladbach, Berlin, Hamburg, ja, Mönchengladbach Stuttgart. Ist doch hier um die Ecke. Und München-Freimann. Alles klar. München-Gladbach, Andi. Gladbach? München. München. So, was macht ihr denn eigentlich wieder? Däum, eilen wir wieder ein bisschen rum? Ach nee, ich check gerade Scooter. Ah, dann ist alles gut. Guter Konzert, Termine. Aber warum so? Also gut, Hamburg, Stuttgart, Berlin, München. Man muss halt auch mal die Kaffstädte abklappern. Irgendwie das Gefühl, dass die irgendwie so einen bestimmten Teil von Deutschland auslassen. Obwohl eigentlich, Osten, ich meine, Berlin ist Osten, Hamburg ist Norden, Stuttgart, München ist so Süden, Mönchengladbach, Leipzig ist Osten, Mönchengladbach ist halt mit NRW. Aber sonst. So, brauchen die was rum? Ja, doch, brauchen sie, ne? Leipzig Völkerschlacht-Denkmal, was machen die bei diesem Denkmal? Da ist wahrscheinlich die Bühne aufgebaut, weil da ein großer Platz ist. Hä, hey, das ist aber ultra geil dann vor dieser Kulisse. So. Warst du da mal oder weißt du, wie das aussieht? Ich weiß, wie das aussieht. Von denen holen wir ja die Items ab. Ich bin in Gift-Efeu getreten. Nein. Ja. Extract, always active. Finde ich auch schön, dass Gift-Efeu hier einen einfach vergiftet, indem man einfach drauf tritt. So. Und so die Scooter-Tickets waren so bei knapp 60 Euro, glaube ich. Alle. Das geht eigentlich. Alles im Lot. Nur 60? Power hätte man natürlich jetzt auch daran machen können, egal. Achso, kann mal einer nachgucken, wie man Ender-IO-Conduits verstecken kann? Also irgendwie Facade oder irgendwas gibt's da, glaube ich. War das dieser Painter vielleicht? Wie heißen die? Ender.io Conduit. Facade. Ja, irgendwie Facade oder Conduit. Guck mal nach Conduit Facade. Ja. Not painted. And dann brauchen wir einen Painter, glaube ich. Ja, yeah, you can decide what the Facade will look like by using a painting machine. Pass auf. Soll ich euch jetzt mal einen 1 und 1 in Autocrafting geben? Gib uns mal ein 1 und 1 und 1. 1 und 1 und 1 und 1. Komm mal hier. 1 und 1. Komm mal hier auf die gute Seite vom ME-System. Gut, was habe ich gemacht? Sky of Beginning. Ach, du hast so eine Blume gesehen. So, Däum, komm mal hierher. Ja. Mach mal Rechtsklick auf den Block unten. Da ist jetzt irgendein Rezept. Pattern Encoder. Hast du dir das gerade gemacht? Warte mal kurz. Warum ist da ein Rezept? Ach, hey, scheiße, nee, man hätte gar nicht klicken müssen. Alles gut. Den kenne ich doch schon, ich lege das Rezept rein. Ja, so, und jetzt mach mal das Rezept für das Not Painted Ding. Oder was brauchen wir denn? Conduit für Kate. Was bringt das hardened? Resists Breaking and Explosion. Das brauchen wir also nicht. Das normale reicht. Ja. Machst einfach das Rezept per Fragezeichen da rein. Jo. Zack, so. Und dann einfach nimmst die Diskette unten raus. Genau. Ja. Und jetzt ist hier rechts der rechte Bildschirm, hier oben. Da siehst du gerade alle angeschlossenen Maschinen, mit denen man was craften kann. Ne, der Allo-Smelter, der macht natürlich, damit macht man die Rezepte rein. Ah, ja, jetzt muss ich in die Maschine legen. Molecular Assembler, so heißen die, mit denen man Sachen autocraftet. Also lege ich es jetzt einfach rein. Ja, in einen von den drei freien Reihen. Kannst du irgendwo reinlegen. Mach mal.
Genau, ne, in die Reihen können wir noch Sachen reinlegen. Das ist dann hier an dieser Box. Guck, ne, hier da, wo diese Glasdinger sind, die machen wirklich das Autocrafting und alles andere sind natürlich irgendwelche Maschinen. So, ah, okay. Und jetzt kannst du das schon bestellen. Bist du damit? Wow, Andi, du Spacko! Andi, wie holst du denn immer eine ganze Gruppe? Das ist irgendwie medium witzig. Nee, aber wie machst du das denn immer mit einer Gruppe? Sammelst du die und setzt dann ein Portal runter? Ja, witzig, witzig, witzig. Jetzt immer wieder erneut lustig. Kannst du jetzt bitte aufhören? Manche Leute wollen auch mal produktiv sein im Gegensatz zu dir. Kian, hol doch nicht rum. Ja, finde ich nicht witzig, ne? So. Und dann warum portest du eigentlich die Skelette hier nach oben? Was hast du vor? So, Strom. Dann brauchen wir noch ME-Systemkabel. Jetzt könnten wir eigentlich mal die herstellen, die besseren. geprankt. Aber darüber reicht ja das, weil das kann man ja mit theoretisch 1, 2, 3 Interfaces schaffen. Hier das Kabel. Achso, das kommt von denen. Wie Andi sich einfach übermäßig funny findet, ne? Nein, er hat was Däum gemacht. So. Ey, das bin ich hier nicht, der hier gerade rumspammt. Das ist Däum. Ich verstehe nicht warum. So, wer? Hä? Und ich hab die Viecher gerade einfach nur casual dabei gesammelt, während ich Blätter gefarmt habe. Ja, man sammelt die nicht einfach casual. Natürlich, ich hab mir ein Portal in eine Kammer gemacht und die da alle gesammelt. Casual Monster sammeln. Gotta catch them all. Sollte es nicht irgendwann mal ein neues Monster Hunter geben? Gibt's. Aber? Gibt's auch schon. Ja, aber warum hast du es nicht gespielt? Keine Ahnung. Ich dachte, du wärst total heiß auf diese Serie. Also nicht Serie, also Spieleserie. Ja, gar, weiß ich nicht. Ja. Das scheint so ein richtiger Fanboy zu sein. Nee, scheinbar nicht. Also aktuell nicht. So. Ich hab immer so meine Monster Hunter Phasen. Das ist dann immer so. Das ist wie Dark Souls Phasen. Kann Dark Souls nicht dauerhaft spielen, aber ab und zu macht's richtig Bock. Ja, wenn der DLC kommt, kann man eigentlich mal wieder. Pranken. Ach, dafür hast du Zeit, Don. Dafür hast du Zeit. Ja, ich hab für alles Zeit. Merk ich mir. Wofür hab ich denn bitte keine Zeit? Ja, sich zu treffen. Ja, das ist ja was anderes. Das eine kann man abends mal schnell machen. Das andere erfordert Wochen an Planung und. Wieso? Hä? Tut, so teuer ist so ein Ticket jetzt nicht nach Dingens. Ja, sagst du. Ist so, das weißt du. Du hast doch mal geprahlt, wie günstig du nach Köln fährst. Ja, aber Andi, da muss man halt abwägen. Fahre ich nach Köln oder gönne ich mir lieber die Battlefield 1 Deluxe Edition statt nur der normalen? Das ist ungefähr der gleiche Preisunterschied. Ja, fährst nach Köln. Okay. Interface. Also mal. Ja. Ey, fährst du nicht für 20 Euro nach Köln? Willst du dich verarschen? Hä? Nee. Weil ich dachte, das konnte ich jetzt herstellen. Ich fahr für 14 Euro irgendwas nach Köln. Wollte gerade sagen. Junge, über 15 Euro würde ich niemals eine Zugfahrt nach Köln kaufen. Das ist ja Wucher. Das klingt einfach. Ja, 15 Euro, Minion. Ich bin glaube ich noch nie für unter 60 Euro nach Frankfurt gefahren. Hä, dann bist du aber kein smarter Boy. Wenn ich es schaffe, für 14 Euro hin und zurück nach Köln zu fahren. Nach Köln? Nach Köln? Nur eine Richtung, halt diese 29 Euro Geschichte halt. So, weg damit. Oh, 29 Euro, hin und zurück, mit der Deutschen Bahn. Oder war es hin und zurück weniger, war es hin und zurück weniger als 19, weiß ich jetzt gar nicht. Du bist, glaube ich, einmal für 28 Euro insgesamt gefahren oder so. Weiß nicht. Also, sag ich, hast du eine Bahncard? Weil ich glaube, das war mit Bahncard, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich hab so eine Bahncard 25. Pulverizer. Die ich immer bezahle, aber selten nutze. Nice. So muss man mit einer Bahncard umgehen, mein Freund. Ja. Nee, es ist halt einfach ein Statusobjekt, muss man ganz klar sagen. Das sogenannte Statusobjekt. Das ist ja für ein Bullshit. Mikusta. War das besser? War das schlechter? Ich weiß es nicht. Ich werde es herausfinden, was da jetzt noch so rauskommt. Why not pulverize? Why not burn? Why not. Ach, bitte. Ah, da kommt wenigstens was raus. Also war das gar nicht so schlecht. Ich finde hier tatsächlich Selbstgespräch mal so hieß. Das ist halt. Dann
Du kannst mir mithelfen, Blätter sammeln, wenn du nichts zu tun hast. Ja, ich habe gerade aus Versehen eine Aufnahme gestartet. Nice. Kurz löschen. Hast du nichts zu tun? Nee, ich habe nichts zu tun. So. Dann da. Schere, willkommen. Ich glaube, ich muss da einfach so billig arbeiten wie mit einer normalen Kiste. Damit spare ich einfach richtig viele Channels. Däum. Ja, gleich. Und kann... Da muss ich nicht überall einen Export-Bus dran. Warte mal, meinen Export-Bus brauche ich schon, weil dann importiere ich. So, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. So, was ja, ist? Komm. Komm einfach mit. Nimm die Schere auf und komm mit. Export-Bus. Wo bist du? Guck doch auf die Karte. So, komm mit. Müsste ich dann auch mal einspeichern. Nein. Hä? Achso, nee. Nee, ach, das sind Kackdinger. Wo bist du hin? Ich bin losgeflogen? Schnell? Ja, du bist ja immer wieder stehen geblieben, weil weiß ich, wo du jetzt bist. Wieso bin ich stehen geblieben? Ah. Ja, wie soll ich dich jetzt finden, du Held? Ich bin einfach gerade ausgeflogen. Ja, wie lange? Ich komme. Ja, jetzt bin das ich auch ganz weit gerade ausgeflogen. Theoretisch wär's dann ja, wo bist du denn? Die dann auch wieder alle zu verbinden und einfach in eine Kiste zu sammeln. Und halt, das System muss einmal voll laufen. Also, quasi, damit es. Junge, wenn du einfach davon zischst, wo soll ich dann wissen, wo du bist? So, ich bin bei den Koordinaten 500, 600 und Z. Also ich bin ungefähr immer bei 700 X und einer Y-Koordinat 100 weniger. Das ist ein Dschungel, da bin ich. 600 X war das? Nein, 900 und minus 650. Junge, ich hab keinen Bock mehr. 900 und minus 650. So. Oder geh zum Haus und geh durch das Portal an der Wand. Planter? Hat er jetzt geplantet? Also im Wohnzimmer ist rechts neben der Eingangstür, links neben der Eingangstür ist ein Portal. Dorian, bist du noch hier? Ich bin gleich wieder hier, hoffe ich. Okay, dann kurz merken. Hier stehen zwei, da stehen zwei. Zack, da geht die Kiwi rein. Ja, wird geplantet, okay. Das heißt, ich mache mir eine Kiste, da exportiere ich einfach alle Kiwis rein. Gibt's eine Small. Es gab doch so eine Small Chest, aber wobei nicht, dass die dann verbuggt ist. Und ich kann ja einfach die anderen Stacks. So, ich gehe jetzt durch den. Kann ich das denn richtig billig so, das und Portal? Ja, bin ich. Und jetzt? Oder ja, kann ich das einfach ins System? Aber dann. Ah, da, das ist hier Eukalyptus, ne? Als nötig. Was? Was? Was ist Eukalyptus? Ja, Eukalyptus Forest. Ja, ist es. Da kann ich ja meinen die Kapsel auch mal aufladen lassen hier weiter. Ja, also einmal das und zweitens hier die Blätter, aber diese Büsche am Boden. Die Büsche, also das sind ja ganz normale Blätter. Ist ja, die will ich. Achso, ich dachte, du willst jetzt die Jungle Leaves. Nein. Bin ich nur hingegangen, weil es weit weg ist. Meine Schere ist alle. So. Wo ist das Portal? An dem Baum. Hier. Den er gerade abgerissen hat. Insert. Das wär's. War jetzt. Was? Ja. Export passt direkt da dran, aber das wird nicht gehen, glaube ich. Ich brauche einen Kiwi. An der hast du die Kapsel aufgesammelt? Nein. Warum? Wieso hat er eigentlich. Ach, der hat keinen Strom, ne? Ja. Wieso soll ich die Kapsel aufsammeln? Weil die hier gerade in der Nähe rumlag. Ja, wo hast du sie denn hingeworfen? Ah, nee, ich hab's ja wieder. Nein. So. Muss ich kurz zum System. Hole ein bisschen Bone Meal, dann kann ich das wieder wachsen lassen und mir wieder angucken. Aber warum heißt das Ding ja eigentlich Eukalyptus Forest? Ich meine, hier wachsen nicht mal Eukalyptusse. Eukalyptaten. Hä? Eukalyptaten. Eukalypten. Wenn ich schon da richtig raus haben. Es ist elementar, von Wörtern den Plural zu wissen, den korrekten. So wie Sofen. Sofen. Leute, das hat aber gedingst. Aber jetzt sagt er wahrscheinlich, ich bin voll wegen von Firma her. Genau, stuff too many items. Dann werden die abgezackt. Genau, ich glaube, diese Ender-IO-Kabel waren sogar relativ smart, dass die erst absaugen, wenn sie auch absaugen können, also irgendwo hinliefern können. Was natürlich nice ist. Das heißt, die Reihe geht an das ME-Interface. Hier? Ja. Wo kriegen wir eigentlich Rubber her, später für Plastik? Ja, wir müssen mal eine kleine Baumfarm dafür, denke ich mal, haben. Wenn du noch mir sagen kannst, wo wir noch Rubber Saplings finden? Das ist eine andere, aber die wird irgendwer haben und uns geben. Ganz sicher.
Meinst du? Wenn du sie nicht noch irgendwo findest, weil das... Anja, hast du das Portal weggemacht? Nee, ne? Nein, wenn du den Baum nicht gefällt hast, ist das Portal immer noch. Gut, dann lass es auch wieder. Alter. Yo, was? Nice. Boah, gerade fast ein Creeper. Hey, dann warum soll ich das umsetzen? Starten. Ja, irgendwie, weil das für was anderes benutzt oder so. Hey, warum soll ich das auf einmal für was anderes benutzen? Irgendwie Monster irgendwie ins Keller zu lenken. Hey, das geht doch eh nur mit nach. Du Smart Boy. Von der Monsterfarm. Was? Von der Monsterfarm aus. Welche Monsterfarm? Unsere Monsterfarm mit den Blazes. Hä, nein. Hey, ich mach das ganz oldschool. Ich wäre sehr verbunden, wenn du es gerade nicht tun würdest. Wir haben gerade 3 Creeper im ME-System. Nee, Creeper vermeide ich ja extra. Aber ausschließen kann ich es natürlich nicht. Passiert halt manchmal. Hey, ich war ja gar nicht da. Ich weiß, dass du das nicht warst. Ja, ich achte penibel darauf, dass keine Creeper dabei sind. Wir können auch Ananas anbauen, ne? Nein. Doch. Nein. Kann man sie nicht anbauen? Ananas ist ekelhaft. Achso. Junge, so, Ananas ist halt einfach... Das wollte ich holen. Also ich toleriere Ananas in Smoothies. Aber? Aber was ich nicht toleriere, ist Ananas auf Pizzas. Ananas in Nudelgerichten. Ananas... Ja, das ist schon echt eklig. Ich mag Ananas-Kompott. Also ich mag frische Ananas relativ gerne. Ja, da muss ich aber wirklich frisch sein. Also Dosenananas finde ich... Weiß da nicht. Ist nee, dann ich auch meine so Tat, selber schön mit diesem Gesichtsschäler ja, genau. aus einer Ananas. Genau, ich wollte das sagen. Erstmal den Concrafter enthaupten. Da ist es elementar, dass man das adäquate Equipment hat. So. Aber ich glaube, wir beenden auch mal wieder Jungs. Die Folge. Und ja. Machen wir mal, ne? Jo, Jungs. Sinne, also dann, sagen, ne? Gönn euch ein Abo, lasst bleiben. Bis zum nächsten Mal.